Weißt du noch damals, als ich gesagt habe, lass uns Erinnerungen kreieren, neue Dinge ausprobieren und loslassen von der alten Fassade? Nein, das wäre keineswegs schade, denn wir sollten endlich fort von diesem Alltagsleben, den immer gleichen Ablauf hegen und brav den Kontakt zu den Verwandten pflegen. Wir sollten einfach weglaufen, uns einmal komplett besaufen und einmal was Verbotenes machen. Wir hätten was zu lachen und spannende Geschichten zum Erzählen und nicht nur welche, die uns quälen. Lass uns einmal das Denken vergessen. Benehmen wir uns einmal unangemessen. Lass uns Lieder komponieren, die unser Leben inspirieren. Und lass uns Grenzen versetzen und Ziele überschreiten. Uns einmal vom richtigen Weg ableiten und lass uns einfach mal Fehler machen. An fremden Orten aufwachen und Erlebnisse gestalten. Unsere Wünsche entfalten und neue ausdenken. Lassen wir uns doch einmal noch vom Leben lenken. Erinnerst du dich noch daran? Und weißt du noch, wie ich es gesagt habe? Ich habe nicht nur gebettelt, ich habe gefleht, ich habe gehofft, dass es auch anders geht. Aber nein, du warst wie festgenagelt auf deinen Stundenplan, der darin bestand, in deinem Wagen ganze 8 Stunden fernzusehen, 3 Stunden stricken oder nähen und ab und an in den Stall zu gehen und sich dann eventuell um die Freundin zu kümmern, wenn es passt. Was habe ich falsch gemacht? War ich wirklich so eine Last? Weißt du noch, wann ich es dir gesagt habe? Jede Woche dieselbe Predigt, jede Woche dasselbe Wort. Ich war schon komplett geschädigt von den immer wieder aufkommenden Emotionen, von unseren immer wieder aufkommenden Diskussionen. Physikalisch nicht möglich, aber trotzdem passiert mein Schrei, der immer wieder lautlos dein Ohr erzielt. Was hätte ich denn noch machen sollen? Du hättest doch gar nicht anders wollen. Aber jetzt ist es zu spät, jetzt ist es vorbei, aus mit meiner stummen Schreierei. Ja, du weißt, was dann passiert ist. Ich habe Erinnerungen kreiert, habe neue Dinge ausprobiert und losgelassen von dir und der alten Fassade. Das war vielleicht etwas schade, doch ich wollte endlich fort von diesem Alltagsleben, nicht mehr den immer gleichen Ablauf heben und nicht mehr brav den Kontakt zu den Verwandten pflegen. Ich wollte einfach weglaufen, mich einmal komplett besaufen und einmal was Verbotenes machen. Ja, ich hatte was zu lachen und spannende Geschichten zu ihm erzählen, aber auch welche, die mich quälen. Ich habe einmal das Denken vergessen, benahm mich einmal unangemessen. Ich habe ein Lied komponiert, das heute mein Leben inspiriert und ich habe Grenzen versetzt und Ziele überschritten. Bin vom richtigen Weg abgeglitten und habe einfach mal Fehler gemacht. Bin an fremden Orten aufgewacht und habe Erlebnisse gestaltet. Manche Wünsche entfaltet und überleg mir jetzt neue auszudenken. Ich ließ mich einfach einmal vom Leben lenken. Doch was dabei rauskam, das weißt du ja. Heute ist mir völlig klar, dass das ein Fehler war, denn ich habe all dies gemacht, ohne Rücksicht zu nehmen. Ja, ich sollte mich eigentlich schämen und in Selbstmitleid versinken, in meiner Wut auf mich ertrinken und dich um Verzeihung bitten, denn du hast am meisten darunter gelitten. Denn ich habe die Grenzen versetzt und die Ziele überschritten und ich bin einen Schritt zu weit gegangen und dadurch 2 zurück. Ich war diejenige, ich zerstörte unser Glück. Und jetzt bist du da, wieder bei mir, gibst mir deine Jacke, wenn ich noch friere und hilfst mir, meine Erinnerungen aufzuarbeiten. Den steilsten Berg mit mir zu beschreiten und aus den Trümmern unseres Glücks ein neues Haus aufzubauen. Wärst du ein Schatz, ich würde dich klauen, denn jetzt ist's mir klar, jetzt weiß ich's. Was es heißt, Erinnerungen zu kreieren. Es bedeutet nicht, neue Dinge auszuprobieren und nicht loszulassen von der alten Fassade, denn das wäre sehr schade. Verdammt. wo bin ich? Und loszulassen von der alten Fassade, denn das wäre sehr schade, denn niemand kann fort von diesem Alltagsleben. Wir müssen den immer gleichen Ablauf hegen und brav den Kontakt zu den Verwandten pflegen. Wir sollten nicht mehr weglaufen, uns niemals komplett besaufen und auf keinen Fall was Verbotenes machen. Wir hätten nichts zu lachen und keine gespannenden Geschichten zum Erzählen, sondern nur welche, die uns quälen. Lass uns niemals mehr das Denken vergessen. Benehmen wir uns lieber wieder angemessen. Und lass uns keine Grenzen versetzen und Ziele überschreiten. Uns niemals vom richtigen Weg ableiten. Und lass uns nie mehr Fehler machen, nie an fremden Orten aufwachen und keine Erlebnisse gestalten. Unsere Wünsche nie entfalten und nicht neu ausdenken. Lassen wir uns doch bitte nicht mehr vom Leben lenken. Denn Erlebnisse können so schmerzhaft sein, müssen aber nicht. Es sei denn, du bist allein und die meiste Zeit vollkommen dicht. Danke.
Ich bin ein kleiner sozialer Egoist, bin ein selbstbewusster Masochist. Will es jeden recht machen, bringen andere für mich zum Lachen und schwimmen trotzdem gegen den Strom. Sing keinen richtigen Ton, doch bin angeblich ein musikalisches Talent. Es gibt so viele, von denen mich keiner kennt. Bin mutig und doch feige. Ich kann nicht sagen, dass ich nicht darunter leide. Bin das Pro und Contra in Fleisch und Blut. Und auch wenn ich's mir nicht glaubt, es geht mir gut. Bin besessen von Gut und von Böse. Schlafe beim lautesten Getöse und wache auf, wenn sich was bewegt und eine Feder leise neben meinem Bettlein schwebt. Misch mich ein, auch wenn's mich nicht betrifft. Bin die Spritze ohne Gift. Stell mich immer hinten an, wenn es um mich selber geht, damit auch ja kein Zweifel bei den anderen entsteht. Träume von besseren Sachen, die ich einst versuchte selbst zu machen. Suche nach Lösungen für meine Probleme, durchleuchte meine 10.713 Systeme und mach doch wieder die gleichen Fehler. Doch die macht doch jeder. Ich bin gern alleine und brauche ständig jemanden um mich herum. Ich weiß, das klingt blöd und das ist auch ziemlich dumm. Muss jedem alles erzählen und mich dann fragen, warum sie es denn weitersagen. Bin ein Gefühlskrüppel, wie es im Buche steht und schaff's trotzdem nicht, zu meinen Gefühlen zu stehen. Versteck mich hinter Chaos, obwohl ich die Ordnung sehr schätze. Sitze wieder vor dem PC und tippe wieder sinnlose Sätze. Mein Terminkalender ist überfüllt und meine Notizen zugemüllt und trotzdem habe ich alle Zeit der Welt. Doch um Träume zu leben, fehlt mir das Geld. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich versuche an diesen Spruch zu denken und lass mich von ihm durch mein Leben lenken. Man wird sehen, was die Zukunft bringt und wo meine Gegenwart dann beginnt. Es bringt nichts, zurück in die Vergangenheit zu schauen. Ich muss lernen, mich selbst aufzubauen und, jetzt kommt der Satz, der war schon im ersten Slam war, loszulassen von der alten Fassade. Und das ist keineswegs schade. Denn ich möchte endlich einen eigenen Weg gehen und meinem neuen Ich gegenüberzustehen und das sagen, hey, jetzt bin ich wieder hier, wieder zurück bei mir. Danke.